DKP-Mann. Du hast doch gar keinen DKP-Mann. Das interessiert mich auch gar nicht, der DKP-Mann. Aber du wirst doch ändern. Du sagst doch selber, du findest die Idee, dass Kinder. Du findest einen Kinderladen dufte. Warum ist ein Kinderladen dufte? Evolutionär werden wir diese Gesellschaft ändern. Und das ist keine Sache, die im Morgen passiert. Das war die Illusion der Leute, die 1965, 1966 auf die Straßen waren, obwohl das auch eine wichtige Sache war. Aber das wird nicht morgen passieren. Das ist eine Entwicklung, die wahrscheinlich noch 100 Jahre geht. Und in diesen 100 Jahren... Ja, und diese 100 Jahre willst du permanent unterstützen, dass die Unterdrückung weitergeht, indem du für dieses System arbeitest. Ja? Du arbeitest für den Unterdrücker und nicht gegen den Unterdrücker. Weißt du das? Ganz konkret. Das ist deine Meinung. Ja, aber natürlich. Man, für wen arbeitest du denn? Peter Meise, ja? Aber natürlich. Ich kann die Geschichte auch andersrum erzählen, ja? Aber ich habe da keine Lust zu, weißt du? Na, ich meine, im Ergebnis kommt es auch selber raus. Weil es sinnvoll ist, in den Medien alles zu erzählen, wie man in Medien arbeitet. Das muss man auch mal lernen, verstehst du? Gucke mal, nicht? Für wen arbeitest du denn? Du kannst doch nur echt objektiv nicht bestreiten, dass du nicht für einen Kapitalisten arbeitest. Wofür, für wen sitzt du denn hier? Meinst du, das Fernsehen ist nicht auch ein kapitalistisches Organ? Das sind wir nämlich an der Frage. Das, was er jetzt sagt, sagt er für die Zuschauer und nicht für irgendwelche Fernsehbosse. Das gibt ja wohl auch klar. Guck mal, das Fernsehen hier, überlegen, welche Funktion er hier in dieser Runde hat. Darüber bin ich mir völlig im Klaren. Ja? Und das, darüber können wir jetzt ganz objektiv reden. Ja? Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja? Wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden. Ja? Und was passiert objektiv? Ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nicht. Das Fernsehen ist ein Unterdrückungsinstrument in dieser Massengesellschaft. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt. Scheiße! So, jetzt können wir weiter diskutieren. Morgen schreiben die Zeitung, das ist ein gutes Zettel gebracht. Besser wäre gewesen. Die Mikrofone brauche ich für Leute, die in den Jugendstrafanstalten sitzen, ja? Und warum ist denn eure Gruppe heute nicht hier und spielt ihr?